Ja, servus meine Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Projekt und zwar Minecraft Feed the Beast, Direwolf 20 Pack oder das Direwolf 20 Pack, wie ihr Bock habt. Ja, ich habe ja mein Hexit Let's Play gestern beendet und ja, heute starten wir direkt mit dem neuen Let's Play Projekt. Mir hing Hexit so ein bisschen zum Hals raus, weil wir konnten auch einfach nichts mehr machen. Bis vor kurzem unseren Mob Spawner gebaut, den wir jetzt quasi in die Tonne gekloppt haben. Schade drum, die ganze Arbeit war umsonst, aber ich habe einfach die Lust an Hexit verloren, muss ich einfach ehrlich sein. Und ich hatte tierisch Bock, mal wieder Feed the Beast zu spielen. Wie ihr das runterladen könnt und wie ihr an das Texture Pack kommt, was ich hier habe, könnt ihr alles in der Beschreibung unten nachlesen. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen an. Ich habe vorher eine kleine Testwelt gestartet, denn ich habe mir einen, wie heißt die nochmal? Sekunde. Erstmal gerade hier Let's Play. Ich bin mir gerade hier gegen mein Mikro gekommen. Sorry dafür. Ich habe mir einen, wie heißt das hier nochmal? Seed. Genau. Ich habe mir einen Seed festgelegt. Nämlich meine aktuelle Abonnentenzahl, die nämlich 466 ist. Wie beim letzten Let's Play von Minecraft habe ich auch beim letzten Mal, als ich angefangen habe, habe ich ja meine aktuelle Abonnentenzahl als Seed genommen. Das mache ich jetzt dieses Mal auch wieder. Ja, und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die Cheats wieder an, damit ich auch mal im Game Mode was machen kann, falls ich was machen möchte. Sprich, der Testwert und so alles. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal mit dem Let's Play an. Go geht's! Oh, jetzt zuckt mich hier mein Auge. So, und wow, da sind wir direkt drinnen. Genau, nämlich direkt an der Schlucht hier. Hier fängt das Ganze nämlich an. Ich habe, wie gesagt, vorher eine Testwelt gemacht, mal eben, um zu schauen, wie die Welt aussieht. Sonst hätte ich einfach eine Zahl hinzugefügt und eine Zahl abgenommen. Hätte eh keiner gecheckt. Ja, und die Welt sieht ganz cool aus, denn hier ist nämlich direkt eine große Felsspalte, wo man direkt mal ein paar Ressourcen sich nämlich krallen kann. Deshalb werden wir da nämlich gleich reingehen. Und das Schöne ist, hier haben wir direkt vor der Hütte, haben wir direkt hier Basalt Cobblestone. Seht das hier oben? Die Tipps sind ein bisschen abgeschnitten. Liegt das da einfach daran, ich krieg's mit OBS nicht besser hin, das hier auf dem Bildschirm zu streamen. Weil dadurch, dass ich nicht im Vollbild spielen kann, ich kann im Vollbild nicht spielen, sonst nimmt OBS bei mir nicht auf, warum auch immer das so ist, muss ich das leider so machen, dass ich dann halt immer ein bisschen vom Bildschirm rechts wegnehme. Ihr seht ja, es ist ja nicht viel, was wegfällt. Es sind vielleicht höchstens 1-2 Zentimeter, wenn ihr jetzt mal euren Bildschirm abmessen würdet. Allerhöchstens, aber auch mehr auch wirklich nicht. Und ja, was ist Feed the Beast, wird sich vielleicht aneinander fragen. Feed the Beast ist einfach nur ein Modpack, genau wie, wie Hexit. Also, die Leute, die es noch nicht wissen. Ist ein Modpack wie Feed the Beast, wie Hexit. Und hier sind auch verschiedene Mods am Start, die richtig geil sind. Unter anderem zum Beispiel das Thaumcraft Mod. Oder, was gibt's noch? Die Buildcraft Mod. Oder Computercraft Mod gibt es noch. Und was gibt's noch? Ich meine, hier gibt's sogar noch Industrial Craft Mods. Wenn ich mich nicht ganz irre, wir müssen direkt mal. Fällt mir nämlich gerade an, hier sitzt wieder. Auch wieder dieses All Inventory Mod ist auch wieder dabei. Ich glaube, wir müssen nämlich sogar direkt mal hier die ganzen Cheats ausmachen. Ah, ist schon drin, alles klar. Habe ich eben noch eingestellt, bevor ich hier angefangen habe zu Let's Playen. Und ja, jetzt haben wir natürlich direkt eine schöne Feldspalte hier vor uns. Das heißt, wir können uns direkt mal unsere Werkzeuge herstellen. Fangen wir direkt mal an und machen direkt mal uns eine Workbench, eine gute alte. Und ja, genau, es gibt auch eine kleine Neuerung jetzt bei allen Items. Und zwar, wenn ihr mal guckt, ich habe hier, wenn ich auf Shift drücke, habe ich oben ein kleines Symbol. Ein solches dieses Bäumchen da. Zwei Bäumchen zum Beispiel. Das hat was mit Thorncraft zu tun. Das werdet ihr aber später noch erfahren, wie das alles funktioniert. Wenn ihr das Modpack nicht kennen solltet, ansonsten ist das alles alter Tobak für euch. Und Leute, die dieses Modpack kennen, die können mir immer gerne Kommentare da lassen für irgendwelche Tipps, wenn ihr die habt. Weil ich bin ehrlich, ich habe das Modpack sehr lange nicht mehr gespielt. Ich kenne es nicht mehr. Ich habe vorhin ungefähr eine Stunde habe ich mal gespielt, kurz ein bisschen, um das wieder kennenzulernen. Ich weiß ungefähr wieder, wie ich mit Thorncraft anfangen kann. Aber das ist auch schon alles gewesen. Ja, ich würde sagen, übrigens, das hier sind so Hives, also, wie heißt das auf Deutsch, Hives, Bienenstöcke, das sind Bienenstöcke, das ist auch, hier ein Plugin, eine Mod ist das hier, die, aber, wie hieß die jetzt nochmal, Beastcraft, oder wie hieß die nochmal, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, ansonsten, werde ich einfach noch erörtern, wie das Ding heißt. Gehen wir mal hier runter,
Und holen wir uns mal gerade mal direkt mal ein paar Steine, damit wir unsere Werkzeuge halt mal herstellen können. Ich bin ja einer, ich mache nicht wirklich lange rum mit Holzwerkzeugen. Ich will direkt Steinwerkzeuge haben, weil die einfach erstens besser sind und zweitens, weil die ein bisschen mehr was aushalten. Jetzt haben wir uns direkt mal ein paar Steine hier und werden danach direkt mal anfangen, hier ein bisschen an Rohstoffen zu farmen. Denn ich glaube, das Let's Play wird hier wahrscheinlich was länger wie das Hexit-Let's Play. Das waren dann jetzt knapp 90 Folgen und ich muss ja ehrlich sein, ich habe es erzählt. Ich hatte so gut wie alles erreicht in Hexit. Ich konnte quasi nichts Neues mehr erreichen. Denn ich hatte quasi die beste Ausrüstung. Ich hatte unendlich XP im Endeffekt. Und mir hat eigentlich auch kein Mob mehr wirklich wehgetan, wenn ich ehrlich bin. Weil dadurch, dass ich so gute Ausrüstung ja hatte, die Tiefrüstung und sowas, da hat mir nichts mehr wehgetan. Egal, was mir wehgehindert ist. Von daher, ja. Hier wird es, glaube ich, etwas länger dauern, bis ich diesen Equipstand erreicht habe, dass mir nichts mehr wehtun kann. Weil da werden wir einiges an Ressourcen brauchen. Und es wird auch, glaube ich, lange Zeit dauern, bis wir wirklich alles haben einfach. Das ist halt das Schöne am Feed the Beast Modpack hier. Und ja, ich spiele, wie gesagt, das Direwolf Modpack. Es gibt verschiedene Modpacks davon, von diesem Feed the Beast hier. Es gibt noch dieses zum Beispiel Ultimate oder das Light Pack oder und. Da gibt es noch ganz viele mehr. Aber mir hatte am besten immer das Direwolf 20 Pack gefallen. Das war so mein Lieblings-Modpack. Deshalb spiele ich das auch wieder. Und hier sind zum Beispiel die ersten Shards, die wir brauchen. Das ist auch für Thaumcraft. Verzeiht mir bitte, wenn ich wirklich nicht mehr alles weiß. Es ist schon wirklich zu lange her, dass ich das so exzessiv gezockt habe. Das letzte Mal habe ich das gezockt zum Beispiel zum großen Serverprojekt von, ach, diese ganzen großen YouTuber, kennst du alle, Unge, Dena und, ach, ihr kennt die ganzen großen. Wenn ihr das hier guckt, dann wisst ihr, dann kennt ihr die ganz großen. Ich brauch's nicht mehr zu erwähnen. Jedenfalls, zu der Zeit habe ich das halt exzessiv gezockt, das Game. Was auch so ein bisschen schade ist, du hast hier in dem Modpack hast du leider, das ist leider eine 1.4.7er Version, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich meine schon, müsste ich jetzt Escape für drücken und aus dem Spiel rausgehen, mache ich jetzt aber nicht. Und da gibt es leider nicht diese schöne Änderung, dass wenn du rechts die Maustaste gedrückt hältst und hier ziehst, dass du direkt alles belegst. Das ist leider in dem Modpack nicht so. Daher müssen wir leider immer alles da einzeln setzen, aber ich denke mal, das wird uns nicht so extrem ausbremsen. Ja, jetzt brauche ich nur wieder, ich habe mich jetzt gerade verquatscht, ich brauche natürlich eine Spitzhacke. Daher machen wir direkt mal, ach nee, ich brauche ja Dinge zuerst. Sekunde, ich brauche jetzt mal wieder ein paar von den Dingern hier. So, machen wir da direkt mal ein paar Sticks mehr. So, und hier direkt mal jede Menge, was ist jede Menge? Zwei Stück bauen wir uns direkt mal. Dann noch eine Schaufel direkt mal und natürlich noch direkt eine Axt, damit wir hier direkt mal alles abgedingst haben. So, alles klar. Das sieht gut aus. Gut. Ja, wir müssen jetzt halt gucken, womit ich zuerst anfange. Man kann da verschiedene Wege in dem Spiel erstmal einschlagen. Also man kann sich zum Beispiel, erstmal anfangen mit, ja, ich will jetzt zuerst mal, was könnte man zuerst machen? Industrial Craft könnte man anfangen. Das ist aber auch sehr ressourcenlastig. Und vor allen Dingen, du musst eine ganze Menge farmen. Bei Dingens wiederum, bei Thaumcraft finde ich es nicht schlecht. Da kannst du... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bei Thaumcraft brauchst du nicht allzu viel, glaube ich. Weil Thaumcraft eigentlich doch auch recht viel braucht, um da richtig was reißen zu können. Also um dieses Modpack richtig ausnutzen zu können, um da richtig die fetten Stäbe und Werkzeuge zu kriegen, brauchst du auch schon ein bisschen was. Zumal ich mich da auch erst wieder zurechtfinden muss. Deswegen, ja, wir werden erstmal ganz klein anfangen. Das wird erstmal eine Zeit dauern, bis wir jetzt hier großartig was... reißen können und wir werden erstmal ganz normales Minecraft betreiben, indem wir einfach erstmal Ressourcen sammeln, Häuschen bauen und erstmal. Also erstmal quasi, ich würde es jetzt so nennen, erstmal ankommen in dem Spiel. Das werden wir auf jeden Fall zuerst mal machen. Und jetzt habe ich gerade was gesehen, was mich auch direkt mal interessieren würde, wie die Steine wohl aussehen. Das werden wir uns direkt mal anschauen, nämlich diese Steine hier. Ich habe nämlich das Game ja auch damals gezockt, habe ich ja gerade erzählt, zum großen Serverprojekt und habe mir auch eine richtig große eigene Welt gebaut damals, die richtig geil aussah. Unter anderem hatte ich einen Keller mir gebaut, der mit diesem, wie heißt das hier, diesem Dark Xylorid Boden ausgelegt war und der sah richtig geil aus, weil der bewegte sich so. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, wie sieht das denn hier aus, das Zeug? Kann man das denn hier einsehen? Kann man sogar. Okay, das sieht aber glaube ich nicht so geil aus. Würde mich mal interessieren, wie das wirklich aussieht. Davon können wir uns natürlich jetzt noch keins herstellen, weil dafür braucht man noch 9 Stück. Aber warte mal. Oder doch? Perfekt, wir haben 9. Pass auf, will ich mal gerade gucken.
das aussieht, weil das ist nämlich schon mal entscheidend später für mein Häuschen. Es könnte nämlich sein, dass ich das wieder als Boden nutze, aber ich glaube, das sieht nicht so geil aus wie in Dingens hier. Gucken wir mal, Daxylorit, wie sieht das aus? Ah, sieht nicht mehr so schön aus. Obwohl, es bewegt sich auch wieder so ein bisschen, ne? Es geht. Da müssten wir uns mal... Habe ich das Dingens eigentlich jetzt drin, das Texture Pack? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, ne? Wo haben wir das denn überhaupt drin? Schwierigkeit, Optionen, Sprache. Ich glaube, das wäre jetzt hier eigentlich, ne? Ja, ich glaube schon. Egal. Jedenfalls, das wollte ich mal gerade nachschauen. Weil das Haus sah damals richtig geil aus. Vielleicht finde ich ja sogar noch für ein andermal die alte Welt, die ich mir da gespeichert habe. Aber ich habe mir die Welt abgespeichert extra, weil die war so riesig. Die wollte ich nicht einfach mal eben wegschmeißen. Vielleicht gucke ich dann nochmal nach, dass ich die vielleicht finde. Und die euch mal zeige, die Welt, die ich damals gebaut habe, weil das war wirklich ein Mörderhaus. Das war ein mördermäßiges, das sah richtig, richtig geil aus. Und ich überlege mir, ob ich mir vielleicht mein Haus wieder so baue, wie ich es damals gebaut habe. Das Ding bestand nämlich zum größten Teil aus Marble komplett und aus Basalt. Und das sah wirklich geil aus. Ja, deswegen, ja, gucken wir mal. Wir fahren jetzt hier erstmal noch ein bisschen Kohle. Wir verrecken mal ein bisschen was haben, damit wir uns gleich auch mal unsere Fackeln und so herstellen können und. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal in dem Modpack ankommen oder in dem Spiel hier ankommen. Deshalb erstmal stinknormales Minecraft betreiben und erstmal Ressourcen sammeln, dass wir die ersten 2 Tage überleben können. Und ich sehe auch gerade, wir haben jetzt schon wieder jede Menge Hunger verloren. Und dürsten schon nach Fleisch und sonstigem. Deshalb müssen wir auch gucken, wo wir uns dann hinbegeben. Und das Schöne ist halt auch in dem Modpack, was die Minikarte oder was die Orientierung angeht, du kannst dir Wegpunkte setzen. Das ist das Schöne daran. Und die Wegpunkte siehst du auch, wenn du dich umschaust, wie als wenn da hinten ein Name von einem Gegner rumlaufen oder von einem Spieler in hier im Online-Modus oder sowas. In der Richtung. Und das finde ich sehr geil auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall auch noch öfters nutzen. Wenn ich immer weiß, wo ich hin muss, wo mein Zuhause ist und alles. Und das ist schon wirklich sehr geil. Und hier unten ist scheinbar irgendwo was. Hier ist eine Höhle drinne. Jetzt müssen wir aufpassen. Das Gefühl hat sich auch schon. Da ist doch schon eine Spinne. Okay, da lassen wir es mal gerade. Dann gehen wir mal gerade hier hoch. Wir haben jetzt gerade mal genug Kohle gefarmt. Wir haben jetzt 56 Kohle. Das reicht erstmal. Für den Anfang. Da ist aber noch Dingens. Warte mal. Da ist noch... Das kann ich ja so abbauen, sehe ich gerade. Das ist nämlich noch Eisen. Das nehmen wir uns direkt mal mit. Wir müssen mal gucken, dass wir uns direkt mal jetzt gleich ein Häuschen setzen. Wo wir direkt mal sicher sind. Und vielleicht auch mal direkt ein paar Dingens schlachten. Ein paar ach, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Schafen, mein Gott. Einfach das Wort fällt mir gerade nicht ein. Gehen wir direkt mal nach oben. Gucken mal. Ja, meine eine Spitzhacke ist eigentlich gleich schon im Arsch. Oh, hier haben wir Kopper. Das Kopper brauchen wir auch ganz gut. Auch ein sehr wichtiges Baumaterial hier in dem Spiel für Industrial Craft. Ist es sehr wichtig. Und ich freue mich wirklich auf später, wenn das Let's Play mindestens irgendwie 50, 60 Folgen alt ist. Und ich mein Sortiersystem wieder habe. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da brauche ich nie wieder Stunden zu sortieren. Da kloppe ich alles nur in eine Kiste rein und bin direkt fertig mit Sortieren. Blödes Vieh da oben. Jetzt aber, ich habe dich nicht gesehen oder was? Glaubst du, du kannst den Outlaw verarschen oder was? So, okay, jetzt sind wir natürlich, ich sag mal, in Gefahr hier. Überlaufen Mobs rum. Und wir müssten eigentlich uns direkt mal ein Bett craften. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal hier mal die Schafe schlachten. Oh Mist, du stehst aber scheiße, mein liebes Schaf. Nein! Dann fliegt die Wolle runter, ich flippe aus. Na egal, wir haben noch hier ein paar Schafe. Fliegt die Wolle schon wieder runter. Ich hab drei Wolle, das passt. Da ist ein seltsames Zombie. Ah, leider ist Dingens nicht. Vielleicht muss ich mir noch mal hier dieses. Wie heißt dieses Mod? Dieser Mod nochmal. Optifine, ne? Wo ich zoomen kann und so, muss ich mir vielleicht mal draufziehen. Also, wir gehen jetzt einfach mal wieder in die Höhle hier zurück. Jetzt haben wir ja unser Bettchen gleich. Und werden einfach mal gerade ganz kurz hier uns mal. Warte, wir gehen einfach mal gerade hier rein. Und werden einfach mal gerade ganz kurz ein Bettchen bauen, damit wir mal gerade fix den Tag haben. Weil ich glaube, erstmal jetzt hier rumlaufen während der Nacht ist, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Deshalb werden wir jetzt erstmal mal hier gerade fix. Das reicht sogar. Pass auf, hier reichen sogar. Gerade ganz kurz zack, das hier bauen.
Ich hab kein Holz mehr. Scheiße, ich habe kein Holz mehr. Das ist scheiße. Das heißt, wir müssen uns mal gerade ganz normal fix hochgraben. Leider ist in dem Spiel, also in dem Modpack hier, kein Timmermod aktiv. Das heißt, wir brauchen leider ein bisschen, um hier die ganzen Stämme abzuholzen. Etwas schade, aber dafür gibt es auch eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen später. Aber dafür müssten wir uns erstmal in Thorncraft weiter... müssten wir Thorncraft erforschen, sage ich mal. Aber dazu später mehr. Alles später auf jeden Fall, die ganzen Erklärungen und sowas. Ich werde gucken, dass ich auch so viel erklären kann, wie nur möglich. Aber entschuldigt mir manchmal, wenn ich einfach auch selber nichts mehr weiß. Es ist wirklich schon sehr lange her, dass ich das Spiel hier gezockt habe. So, oder das Modpack. Okay, so, dann würde ich sagen, bauen wir mal gerade unser Bettchen. Bevor wir direkt mal einen neuen Spawnpoint haben. So, zack. Ja, wie ihr auch schon gesehen habt, natürlich benutze auch wieder natürlich das Fax. Texture Pack, weil es ist einfach das coolste Texture Pack, wie ich finde. Es ist einfach zeitlos, weil wenn du dir jetzt eins draufziehen würdest, was irgendwie super realistische Grafik hat, da bist du nur irgendwie nach einer Woche, bist du der überdrüssig. Und diese Grafik von Sfax ist einfach nicht zeitlos. Die kannst du jederzeit haben, die wird nicht langweilig, weil es immer das, ja, ist klar, natürlich immer dasselbe ist, aber es wird nicht langweilig, finde ich. Es wird einfach nicht langweilig, dieses Modpack. Oder dieses Texture Pack. So, okay, ich höre hier schon die Zombies kreischen. Das interessiert mich aber gerade nicht. Ich brauche dringend was zu essen, denn sonst sterbe ich nämlich jetzt hier. Und das wäre jetzt nicht so geil. Wobei, warte mal, ich glaube, wir laufen mal gerade fix zurück. Da ist Fleisch, warte mal. Da ist Fleisch. Sekunde mal. Bauen wir uns einfach mal gerade fix rüber und holen wir uns mal gerade das Fleisch. Wenn wir wenigstens ein bisschen was regenerieren können an Hunger. Brauchen wir gerade irgendwie alles, was wir finden hier. Oh, Fleisch, Hunger. So, einfach mal ein bisschen, wenn wir ein bisschen was trinken können hier. Weil wir brauchen ja eh volles Leben. Oh, da ist ein Skelett. Das wird mich wahrscheinlich in den Arsch ficken. Deswegen müssen wir uns jetzt einen anderen Ort suchen. Weil ich könnte natürlich auch Pilze sammeln, sehe ich gerade. Das ging natürlich auch, nur bräuchte ich da noch die anderen Pilze für. Oh, ich habe Sorge, dass das Skelett da gleich anspringt auf mich. Und geil wird. So, jetzt muss ich natürlich auf der Karte gucken. Ich muss mir ungefähr die Position jetzt merken. Weil wir könnten natürlich auch direkt den ersten Waypoint setzen. Wir könnten dann direkt mal uns den Wegpunkt setzen, damit wir da schneller hinfinden. Aber wir haben jetzt noch nicht so viel da nicht gebaut. Nur das Bettchen und so. Von daher, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Sammeln wir einfach mal gerade die Pilze hier ein. Hoffen wir, dass wir gleich noch ein paar helle Pilze finden. Hoffen wir einfach mal. Und da ist zum Beispiel auch was, das auch zu Thorncraft gehört. Hier dieser blaue Baum, den ihr da seht. Die habe ich mir auch mal sehr gerne gestellt, weil die sehen total geil aus, diese Bäume. Hier unten haben wir sogar auch wieder was von Thorncraft. Diese Dingens hier. Quicksilver. Für die Nummer waren, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich nehme es einfach mal gerade mit, weil ich es kann einfach. Und ja, wir müssen wirklich mal schauen, ob wir irgendwo Tiere finden. Und uns ein bisschen hochheilen können, weil... Das ist nicht so geil. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen Dingensbummens. Das ist nicht so geil. Und da sind Hühnchen. Sehr gut. Kommt her, meine Hühnchen. Ich brauche Fleisch. Danke euch. So, wir werden einfach mal gerade ganz fix. So, damit wir mal gerade nicht verrecken hier. Gerade nochmal eine Workbench erstellen. So, und dann hier direkt einen Ofen. So und so und hier direkt mal was zu futtern rein. Futter und Kohle. Ich höre aber noch irgendwo ein Hähnchen. Ein Hähnchen. Ein Hühnchen, natürlich, kein Hähnchen. Ja, das ist hier irgendwo, ich höre es. Ist hier oben. Hühnchen. Hühnchen. Hühnchen! Ja, da geht's los. Wir verhungern langsam. Aber wir haben hier zweimal Hühnchenfleisch. Und schon geht's uns besser. So. Hä? Habe ich da nicht mehr reingelegt? What? Ich kann auch da nicht nur zwei reingelegt haben. Das kann doch nicht sein. Doch da mehr reingelegt gerade. Hä? Na, egal. Ich glaube, den sollte ich lieber nicht angehen. Habe ich denn... Ja, ich habe nur einen Faden dabei, das ist scheiße. Oh, warte mal, da unten sehe ich was wir auch auf jeden Fall brauchen bald.
So, nehmen wir es uns direkt mal mit, nämlich, ich brauche Zuckerrohr, ich brauche nämlich ein bisschen hier, sag schon, Papier und so, ne? Deshalb nehmen wir das direkt mal mit. Jetzt haben wir natürlich da noch ein Hühnchen, aber da hinten ist das Skelett. Das Skelett macht mir etwas Sorgen. Wir könnten das natürlich angreifen, aber da riskiere ich, dass ich sterbe. Das wäre jetzt nicht so geil, wenn wir jetzt direkt sterben würden am Anfang. Das muss ja jetzt nicht sein, aber hier ist noch ein Hühnchen. Noch eins gehört. Wo ist es? Hühnchen? Hühnchen! Und oben sind jede Menge. Oft auf den Baumkronen rum. Der Hühnchen! I need your meat. I need your meat. Come on. Thank you very much. Und du auch noch. Oh, hier mal die ganzen Pilze mal alle einpacken. Auch so einpacken, müssen wir jetzt nicht mit dem Schwert draufhauen. Aber ich finde die grauen oder die braunen Pilze nicht gerade. Was ein bisschen gay ist, weil die hätte ich auch ganz gerne. Ich würde einfach mal gerade einfach alles. Ich weiß, dass ich die eigentlich brauche. Aber ich muss mir auch eigene Farmen und so erstellen. Da wir jetzt nicht mehr so verwöhnt werden von irgendwelchen Dungeons oder sowas, müssen wir uns da selber Farmen und so errichten. Aber das machen wir alles noch. Ich habe da tolle Ideen für, die ich schon selber öfters mal gebaut habe in irgendwelchen Serverprojekten oder sonst irgendwas. Da werden wir schon was finden. Deswegen, ja. Macht euch da keine Sorgen. Dann eine richtig geile Idee, zum Beispiel für eine Hühnerfarm. Die werden wir auf jeden Fall umsetzen. Das sage ich euch jetzt schon. So, und ich glaube noch eins, dann habe ich erstmal volles Leben. So, zack. Und alles andere ist jetzt nur noch Plus. Wir warten mal gerade fix und können ja derweil noch ein bisschen Holz hacken. Schon mal dabei sind, da wir ja ein bisschen länger als brauchen für Holz. Aber das kriegen wir schon hin. So, und den noch. Und noch einer. Das war ein hoher Baum. Komm mal raus. Komm mal raus, komm mal raus, wer immer du bist. So, und das hier auch noch mit. Bisschen Holz, bisschen Holz, bisschen überall Holz. Ja. So ist das halt, ne? Neues Let's Play-Projekt. Naja, wie gesagt, ich war einfach überdrüssig, dem Hexed-Pack einfach. Es ist zwar immer noch sehr geil, ich mag es immer noch, aber wirklich irgendwann hast du einfach alles erreicht und dann ist es. Und dann wird es einfach langweilig, ne? Das ist mir, ich glaube, das ist immer so eigentlich. Also zumindest bei mir ist es immer so. Irgendwann wird es mir einfach zu langweilig und dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Komm schon. Warte. Da kann ich hier nicht einsammeln. Hallo. Ah, jetzt. Das war verpackt. So, den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Wir werden dann uns mal langsam jetzt irgendwo ein Häuschen suchen. Oder eine Stelle suchen, wo wir mal unser Häuschen bauen. Haben wir denn hier jetzt solche wieder eine Höhle? Vielleicht noch irgendwo Eisen. Das wäre nicht schlecht, wenn wir uns direkt mal Eisenklamotten bauen können. Was ist das? Mozarit brauchen wir nicht. Ja, auch nicht das Eisen. Perfekt. Hier ist auch Kupfer, sehe ich gerade. Weiß gar nicht. Ich glaube, seht ihr gerade was? Ich weiß es gerade gar nicht. Deshalb mal gerade ganz kurz. Bauen wir uns mal gerade fix ein paar Fackeln. Weiß nicht, ob ihr gerade was seht. Ansonsten tut es mir leid. Jetzt seht ihr mal wieder was. Spätestens jetzt auf jeden Fall. So. Mal Kupfer hier mitnehmen. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir uns dann niederlassen. Wo wir unser Häuschen anfangen zu bauen. Wo wir einfach uns niederlassen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich nicht wieder eine Insel machen. Wie letztes Mal, letztes Mal war es ja eine Insel in Hexit, aber dieses Mal werden wir wahrscheinlich auf irgendwo uns in der Steppe oder so niederlassen, wo wir einfach viel Platz haben, wo ich nicht allzu viel Terraforming betreiben muss. Hoffentlich zumindest. Deshalb gucken wir mal. Achtung, ich höre hier irgendwo ein Skelett. Eine ganze Menge da unten, kann das sein? Moment mal, ich gucke gleich mal gerade nach, was da unten ist. Eine ganze Menge irgendwie. Okay. Hier ist noch Eisen. Nehmen wir mal mit. Eisen. Wir sehen gerade wieder nichts. So, hier rein.
Und dann ist hier Ende. Sehr gut. Das wollten wir, deshalb bin ich unten reingegangen. Ich wollte einfach das Ende finden. So ein Scheiß. Gib mir gleich auf den Zeiger da hinten. Wo seid ihr denn? Seid ihr dahinter? Scheinbar nicht. Ach, ist mir auch egal. Uzzarit-Ohr interessiert mich mal gerade nicht. Jetzt juckt mich gerade schon wieder das Ohr. Ich krieg zu viel. So, und ich glaube, jetzt hatten wir hier ja nichts mehr, oder? Ne, ich glaube nicht mehr. Ist alles schick. Ist noch Eisen. Nehmen wir mit. Wow, hast du mich erschrocken, du blödes Scheißvieh. Also hast du mich erschrocken gerade. Mann, Mann, Mann. Manchmal können die einen echt fast schon umbringen, ey. Dadurch, dass sie einen so erschrecken, ey, diese blöden Viecher. Oder sei nicht da unterfallen, das wäre jetzt ungeil, glaube ich. Da kann eh, glaube ich, eh keiner an mich ran, glaube ich. Ich bin jetzt hier relativ sicher. So, das sind nämlich auch die Zombs, die am Stöhnen sind. Ey, du Arsch. Den Kollegen habe ich schon fertig gemacht, dich auch noch. Ja, natürlich auch, wie ihr seht, die Tooltips fehlen natürlich auch wieder. Das heißt, wieder die Tooltips fehlen jetzt auch mit dem ja, Energieanzeigen und so von den Mobs. Das brauchen wir aber auch nicht mehr, weil in dem Modpack geht es nicht darum, eigentlich um Mobs und sowas. Da geht es wirklich um dieses Soundcraft, Industrycraft und Buildcraft und sowas. Darum geht es einfach. Und ich glaube, ja, wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß haben mit dem Modpack hier. Das denke ich auf jeden Fall. Also wir werden jetzt nicht nach Winter Island gehen. Da hinten, also in die Winterstaaten gehen wir jetzt nicht. Oder nach Kanada, genau, so können wir sagen. Wir gehen jetzt nicht nach Kanada. Wir gehen jetzt einfach mal hier einfach lang. Und gucken, dass wir irgendwo mal ein schönes offenes Feld vielleicht finden, wo wir uns niederlassen können. So, und warte mal, da sehe ich was ich auch brauche. Denn ich brauche nämlich Tinte gleich. Stirb einfach. Dann habe ich die jetzt aufgesammelt, die Tinte, ich hoffe doch. So, jetzt müsste ich vielleicht nur noch mal gucken, wo jetzt genau meine Höhle war eben. Weil ich habe ja da auch ein Dingens drin gehabt. Ein Bettchen. Das war in die Richtung, oder? Ah, da ist sie doch. Ich sehe die Felsspalte. Ich sehe sie. Und da können wir nämlich jetzt recht wieder hingehen und uns nämlich schlafen legen. So. Genau, nehme ich hier direkt wieder rein und direkt mal pennen gehen. Mich ist da jetzt in meiner kleinen Hülle, die ich da gebaut habe, niemand drinne, der mich überrascht und sagt, hallo. Nö, keiner. Ausleuchten, ausleuchten, schlafen. Aha. So, sehr schön. Was trinken. Muss halt auch mal sein. So. Alles klar, ich würde sagen, Bettchen nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit und die Tür nehmen wir direkt mal mit, da müssen wir nicht auch noch bauen. So, dann würde ich sagen, wir könnten natürlich uns auch auf dem Vulkan niederlassen, ne, den ich hier beim Testen schon gesehen habe. Und hier ist auch was, was wir auch brauchen, nämlich Rubber. Rubber Tree, das brauchen wir nämlich für Industrial Craft, brauchen wir das nämlich. Könnten wir uns auch mal mitnehmen. Sind wir voll? Oh, wir sind tatsächlich voll. Wir sind tatsächlich schon voll. Das kann weg, das ist wichtiger. Das ist direkt auch mal mit. Der Rubber Tree ist auch relativ wichtig, wie ich finde. Warte, vielleicht auch mal die Seeds mitnehmen davon. Nochmal abhauen. Die sind nämlich eigentlich noch wichtiger. Wenn ihr den wächst, was man nämlich braucht, und das ist nämlich Gummi. Genau, da war nämlich ein Seed. Sehr gut. Den Gummi brauchst du für Industrial Craft, brauchst du den. Denn du musst nämlich, zum Beispiel kannst du dir Kabel auch herstellen, die du isolieren musst. Und das geht natürlich nur mit Gummi. Ist klar, ne? So, ja, hier ist natürlich jetzt ein richtig schöner Vulkan. Ist jetzt keine Mega-Lava-Quelle obendrauf, aber mindestens eine kleine. Oh, guck mal, hier ist Dingensbummens. Wobei, könnten wir eigentlich... Pass auf, wir machen das so. Erstmal das Schwert weg. Das und das eben. So. Ja, wieso ich jetzt vergiftet bin? Das war doch ganz normales Fleisch. Naja, egal. Macht nichts. So. Ich glaube, wir werden mal in die Richtung hier laufen. Und ob wir denn vielleicht irgendwo eine schöne, größere Steppe finden. Zum Beispiel hier. Das sieht doch ganz cool aus.
Hier hätten wir richtig schön Platz, würde ich sagen. Das sieht doch eigentlich nicht so schlecht aus, oder? Oder den am Wasser. Ich baue mich immer ganz gerne eigentlich ans Wasser, wenn ich ehrlich bin. Alter, das hat mir jetzt so viel Hunger abgezogen. Hammergeil. Ich habe mehr Hunger verloren wie alles andere. Hammermäßig, ey. Dabei wollte ich nur ein bisschen meinen Hunger nochmal aufwerten oder aufbessern. So, oh, hier scheint ein größerer Fluss zu sein. Gucken wir mal. Hier haben wir noch ein bisschen Rubber. Gib mal mit. Rubber Tree kann man ja auch noch verbraten zur Not. Da geht es hauptsächlich um den Rubber, den man da drin findet. So, und hier hätten wir jetzt einen schönen größeren Fluss eigentlich. Das wäre eigentlich cool, wenn man hier bauen würde. Was haben wir hier hinten noch? Gucken wir mal. Ich glaube, wenn man eigentlich, wenn man, glaube ich, zu lange sucht, dann ist es eigentlich auch unnötig, weil man sollte nicht zu lange suchen, um sich irgendwo niederzulassen, weil dann wird man, glaube ich, nie fertig. Man findet, glaube ich, nie die perfekte Stelle. Deswegen sollte man vielleicht irgendwo mal gucken, und sich dann einfach so doch niederlässt. Einfach ist egal. Wir laufen noch ein bisschen rum auf jeden Fall. Aber echt die Tinte eben aufgesammelt. Ja, habe ich sogar. Ich will auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Tinte haben. Danke. So. Das ist eine Höhle, die brauchen wir jetzt nicht. Kein Interesse dran. So, hier nehmen wir wieder den Rubber Tree mit. Geht doch relativ schnell weg, dieser Rubber Tree, wie man sieht. Der hält nicht wirklich viel aus. Kann man sehr, sehr schnell einsammeln. Hier haben wir wieder Hühnchen. Aber ich glaube, die lasse ich mal diesmal leben. Ich finde eigentlich, dass es hier relativ glatt eigentlich ist. Wenn ich das hier alles abholzen würde, hätte ich eigentlich wirklich sehr viel Platz. Aber irgendwie gefällt mir das noch nicht. Ich würde lieber gerne auf... Das ist ja... man kann es ja eigentlich sagen, das ist ja quasi so eine Art Berg jetzt, ne? Ich würde eigentlich gerne eher auf dem Boden wirklich bauen. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, eine richtig schöne große Steppe, wo gar nichts ist. Das ist doch meine Schicht. Hier sind noch jede Menge Schafe. Und da sind auch Kühe. Und ich würde sagen, wir haben unser Zuhause gefunden. Denn hier ist sogar direkt... Was haben wir denn hier? Diese roten Steine, sind das wieder Red Rock Bricks oder sowas? Oder Red Rock? Sieht fast so aus, wa? Gucken wir mal gerade. Das gefällt mir nämlich schon fast. Was haben wir denn hier? Roter Stein. Cool. Haben wir das auch wieder hier drin? Ja, geil. Guck mal, theoretisch würde ich sagen... Haben wir quasi unser Häuschen gefunden oder unsere Stelle, wo wir unser Häuschen setzen werden. Nur irgendwie ist mir das Wasser ist zwar cool, aber das ist mir irgendwie zu flach alles, das Wasser hier ist. Ein bisschen scheiße, würde ich fast sagen. Das sieht aber toll aus hier, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne, große, weite Steppe hier. Da könnte man sich schön niederlassen. Eigentlich ganz geil. Hier sind nur noch Kühe und alles. Ich glaube, wir werden uns hier niederlassen. Ich glaube ja. Können wir das machen? Wir haben so viel Platz hier, ne? Auf jeden Fall. Wir werden hier bauen. Hier werden wir bauen. Hier ist unser Häuschen, werden wir hier setzen. Cool. Wir haben sogar direkt Red Rocks hier um die Ecke. Das ist doch mal fett, oder? Können wir vielleicht sogar wieder so ein Haus bauen wie in Hexit? Aber das sieht doch mal geil aus hier, oder? Findet ihr nicht? Ich würde sagen, wir fangen hier auf jeden Fall an. Fangen wir mal hier an und räumen mal hier ein bisschen. Wobei, wir haben so viel Platz hier. Was soll ich da jetzt wegbauen? So, pass mal auf. Dann fangen wir mal an. Wir machen einfach mal ein ganz stupides, dämliches Haus erstmal am Anfang. Damit wir überhaupt irgendwann was haben. Und dann werden wir irgendwann mal richtig ausbauen. Aber wir könnten auch einen richtig schönen Turm bauen, ne? Sollen wir einen Turm bauen? Eigentlich, ich weiß nicht. Mal doof, immer doof hochzuklettern, ne? Nee, komm, wir bauen keinen Turm. Wir bauen ein flaches Haus. Machen wir mal direkt ein größeres Häuschen. So, dann müssen wir hier... Ja, können wir gleich machen. So, machen wir mal so ein kleines Häuschen in Fichtenholz. So, und wir machen das nämlich direkt so hier. Sieht nämlich schöner aus. So, haben wir hier 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, und dann machen wir hier in die Richtung. Und dann hier. Passt auf jeden Fall, sieht gut aus. So, und dann direkt mal hier rüber bauen. Noch ein. U-Bein, 2 frei. Reicht, ja, reicht, würde ich sagen. Sieht gut aus. Es sieht gut aus.
So. Okay. Quasi unseren Rahmen gleich schon fertig. Oh, ich muss hier nochmal hochbauen. So, und dann hier. So, sehr gut. Und dann einfach hier jetzt hochbauen. Zack, zack. Oh, ich habe falsch gebaut, ist aber egal jetzt. Ist jetzt nicht so schlimm. Außer wenn wir erstmal ein Haus, was nach Haus aussieht. So. Zack, zack. So gut, viel haben wir nicht mehr. Reicht schon. Okay, und dann gehen wir uns noch ein bisschen Holz schlagen, denn wir brauchen noch ein bisschen Fichtenholz. Da wir jetzt mit den Fichten angefangen haben, werden wir auch damit weitermachen. Das sähe sonst jetzt scheiße aus. Wir werden uns auch direkt Tiere gleich einfangen, dass wir direkt züchten können, bis zum geht nicht mehr. Damit wir auch immer schön Fleisch und so alles haben. Da wir leider noch in der 1.4er oder 1.5er Version sind, geben die Schafe zum Beispiel auch leider noch kein Fleisch. Sonst wäre das eigentlich meine bevorzugten Tiere. Sowas. Würde ich nämlich die eigentlich nämlich nehmen. Aber, wie gesagt, wir sind leider nicht in dieser Version drin. So, ich glaube, das reicht erstmal. Hoffe ich zumindest. So, zack. Würde ich sagen, machen wir einfach aus dem Rubber Tree, machen wir einfach gleich den Boden. Und zur Not auch noch das Dach. 61, das ist sehr viel, ne? Bauen wir hier noch ein paar Dingens rein. Sekunde, das weg. Ist er erstmal einfach nur so ein billiges kleines Häuschen, ne? Also, das ist jetzt designtechnisch jetzt nicht das Nonplusultra, sondern soll einfach nur mal ein kleines Häuschen jetzt erstmal sein. Von daher, ne, habt Verständnis, dass es jetzt nicht so Porno aussieht. Passt aber auf jeden Fall. So, alles klar, dann würde ich sagen, aus dem Rubberwood uns noch ein bisschen Dingens hier. So, warte mal, wir werden mal gerade ganz kurz schon mal die ganzen Dinger setzen. Zack, zack. Nee. Nein. Zack. Das da rein. Wir uns direkt mal eine Truhe craften. Immer noch in der neueren Version drin und will immer direkt alles ziehen. Aber leider sind wir nicht in dieser Version drin. So, alles mal gerade hier reinpacken. Fix. Bettchen setzen. Bettchen setzen wir mal da in die Ecke. So, alles hier reinpacken. So, das brauche ich jetzt gleich. Und alles mal hier fix rein. So, das brauchen wir noch. Das kann auch noch da rein. So, dann würde ich sagen, Tür setzen. Tür ist gesetzt. Dankeschön. Ist da was? Dann machen wir jetzt so. Schon mal einen kleinen Eingangsstein, schon mal ganz coolen. So, machen wir einfach hier. Einfach hier direkt mal den Dingens, den Boden. Weil wichtiger wäre jetzt eigentlich erstmal, Sekunde. Wichtiger wäre erstmal, wenn wir uns ein bisschen Glas machen, damit wir die Dingens schon mal zumachen können. Damit wir das Haus schon mal zubauen können. Und deshalb werde ich jetzt direkt mal ein bisschen Sand hier sammeln. Das wird nämlich schon Nacht gerade wieder. Und müssen uns beeilen auf jeden Fall. Sonst kriegen wir ein Problem. So, zack, schnell hier zumachen.